Unsere Themen am Freitag: Impulse für die Lausitz, mit Tusche sticken, mit Feen zeichnen und was ist neu in 2016? Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Vermitteln in Ausbildung und Arbeit. Besuchen Sie uns auf der Messe Impuls. Die Agentur für Arbeit Cottbus informiert zu Ausbildung, Studium, Weiterbildung und Karriere bei der Agentur für Arbeit. Sie finden uns in Halle 3 auf der Messe Impuls. Vom 8. bis 9. Januar 2016 von 10 bis 17 Uhr in der Messe Cottbus. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Rund 200 Flüchtlinge werden demnächst in die Unterkünfte der Saisonarbeiter von Spreewaldbauer Rieken in Fettschau einziehen. Das wurde heute bekannt gegeben. Damit hatte sich gestern noch der Kreisausschuss befasst. Die Suche nach Unterkünften stellt die zuständigen Behörden und Kommunen vor Ort vor große Herausforderungen. Noch immer werde im Oberspreewald-Lausitz-Kreis viel Kraft aufgewendet, um auch weiterhin keine Turnhallen zu belegen oder gar auf Zelte oder Container zurückzugreifen. Die Option aus Fettschau soll nun eine vorübergehende Entlastung bedeuten. Heute Vormittag startete die Job- und Bildungsmesse Impuls, auch in diesem Jahr wieder mit mehr als 200 Ausstellern. Ob Berufsorientierung, Ausbildung und Studium, Weiterbildung und Umschulung, Existenzgründung, Unternehmensentwicklung und Arbeit, die Informationsangebote und die Beratungsmöglichkeiten sind riesig. Benjamin Falte ist derzeit auf der Suche nach einem Job. Und deshalb schaut sich der 22-Jährige heute auf der Impuls um. Das ist die größte Messe für Arbeit, Studium und Ausbildung des Landes Brandenburg. Benjamin hat bereits eine Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten absolviert und möchte jetzt den nächsten Schritt auf der Karriereleiter machen. Speziell für den Bereich des Grafikdesigners oder Mediengestalters, da ich auch schon diverse Vorkenntnisse habe. So wie Benjamin strömen heute und morgen mehrere hundert Besucher durch die vier Hallen. Die Palette an Betrieben ist groß, von Bundeswehr und Polizei über Wohnungsbaugenossenschaften und Handwerksberufen bis hin zu verschiedenen Universitäten. Die Auswahl ist riesig. Da sollte doch für jeden etwas dabei sein. Ich habe schon was gefunden. Einmal beim Zoll, den finde ich ganz interessant. Einmal hier bei der Bundeswehr, da kann man auch Beamtin werden, finde ich auch ganz interessant. Oder Verwaltungsfachangestellte. So ein bisschen Medien, also irgendwas mit Sprache. Also nicht unbedingt in irgendeinem Büro sitzen und vergammeln, sondern irgendwas Cooles, muss man schon sagen, ja. Auch Maler, Lackierer, die Richtung. So. Also speziell für mich wäre ganz interessant die Bundespolizei oder die normale Polizei. Und sie würde, glaube ich, ja. Krankenschwester oder so, der medizinische Bereich, finde ich ganz interessant. Es ist bereits die 13. Auflage der Impuls. Sie ist mit über 220 Ausstellern restlos ausgebucht. Und auch was die Resonanz angeht, können die Verantwortlichen wohl sehr zufrieden sein. Die Veranstaltung hat mittlerweile einen so hohen Stellenwert, dass in diesem Jahr Ministerpräsident Dietmar Woidke zusammen mit Holger Kelch die Messe eröffnet hat. Während in Halle 2 die großen Reden gehalten wurden, ist Benjamin in Halle 3 bereits fündig geworden. Bei mehreren Ständen, aber einer hat mich besonders geprägt bzw. angesprochen, und zwar war es der Stand der Informatikschule Greifswald, und zwar im Bereich Mediendesign, weil ich dort erfahren habe, aufgrund meiner schulischen Ausbildung bräuchte ich nur noch ein Jahr ranhängen und hätte dann meinen richtigen Abschluss zum Mediengestalter. Sollte sich Benjamin für die Schule in Greifswald entscheiden, müsste er lediglich noch ein einjähriges Praktikum machen und im Anschluss die Prüfung bestehen. Dann wäre er Mediengestalter für Digital und Print. Und vielleicht haben ja auch noch einige andere Besucher der Impuls eine berufliche Perspektive bekommen. Wenn Sie die Messe heute verpasst haben sollten, morgen bietet sich noch einmal von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit dazu. Die umfangreichen Angebote und das Programm finden Sie unter impuls-cottbus.de.
Familie und Freunde von Achim Menzel nehmen am 15. Januar bei einer Trauerfeier in Cottbus Abschied. Laut Medienberichten bestätigte das heute seine Witwe Brigitte. Die Urnenbeisetzung sei dann zu einem späteren Zeitpunkt, aber im engsten Familienkreis. Menzel war am Montag überraschend im Alter von 69 Jahren gestorben. Weiter geht es jetzt mit den Kurznachrichten. Die beginnen heute mit einem Tipp für Cocktailfans. Shake and Fun. Wer sich einmal selbst als Barkeeper ausprobieren will, der hat nächste Woche Samstag die Chance dafür. Im Mosquito gibt es dann einen Cocktailkurs. Viele Geheimnisse für die Zutaten der leckeren Drinks werden dabei gelüftet. Interessierte können sich auf der Homepage von Mosquito anmelden. Hoch hinaus! Die Weltspitze ist wieder zu Gast in Cottbus. Beim 14. Internationalen Springer-Meeting treten auch in diesem Jahr wieder die besten Athleten an. Unter den Topstars sind Björn Otto und Marie-Lorenz Jungfleisch. Aufgrund der Dopingvorfälle sind die Russen dieses Mal ausgeladen. Los geht's am 27. Januar in der Lausitz Arena. Tiefe Einblicke. Eine Kuratorenschau gibt es an diesem Sonntag im Schloss Branitz. So wird ein Experte sein Fachwissen zur Ausstellung Karl Blechen, der unvergleichliche Skizzierer, vortragen. Die Sammlung besteht aus Ölgemälden, Handzeichnungen und Aquarelle. Sie sind spontane Impressionen und Skizzen von Reisen des Grafen. Beginn ist am Sonntag um 15 Uhr im Schloss Branitz. Eine weitere Ausstellung gibt es im Dieselkraftwerk zu sehen. Dort ist die Bildwelt der Künstlerin Annemarie Balden-Wolf ausgestellt. Die Künstlerin verstarb 1970 in Dresden. Die Präsentation im DKW ist eine erste Annäherung an ihr Schaffen. Denn das ist bisher nur in einem kleinen Kennerkreis bekannt. Wenn man ganz nah rangeht, ist eigentlich noch gar nicht viel zu erkennen. Von weiter weg sieht man aber klare Konturen und Formen. Das ist der Stil von Künstlerin Annemarie Balden-Wolf. Sie hat mit einem Tuschestift gemalt und trotzdem sieht es aus wie Stickerei. Das ist toll, weil die gleiche Art und Weise, wie sie mit dem Stift auf dem Blatt eine Form herausbildet, wendet sie an, um tatsächlich zick mit kleinen, feinen Stichen farbigen Textilmaterial Bilder eben auf Stoff zu kreieren. Auch drei ihrer richtigen Textilarbeiten sind ausgestellt. Das Kunstmuseum Dieselkraftwerk ist eines der wenigen Museen, die Teile vom Nachlass der Künstlerin haben. Die Werke stammen aus den späten 50er Jahren. Doch das sieht man den Bildern nicht gleich an. Wir haben geradezu Testreihen gemacht und haben verschiedenen Menschen unterschiedlichen Alters diese Arbeiten vorgelegt und haben gefragt, was denkst du denn, aus welcher Zeit diese Arbeiten stammen? Und gerade das jüngere Publikum hat ganz häufig gesagt, wow, cool, das ist ganz neu. Was uns natürlich sehr gefreut hat, weil das tatsächlich die Bestätigung auch dafür ist, dass Arbeiten aus den 50er Jahren, wie die Annemarie Balden-Wolf sie eben gemacht hat, einen unglaublichen Aktualitätsbezug aufweisen. Ihr textiler Stil spiegelt auch die Themen ihrer Werke wider. Sie hat sich vor allem mit dem menschlichen Körper und der Frage nach der eigenen Identität beschäftigt. Seit Jahren beschäftigen sich Wissenschaftler, Experten, Medien und Konzerne mit dem Thema Industrie 4.0. Entsprechende Szenarien vermitteln den Eindruck, dass Digitalisierung, Automatisierung und Globalisierung sowie zunehmender Wettbewerbs- und Erfolgsdruck gesellschaftliche Phänomene sind, denen sich der Mensch ergeben muss. Doch wie sieht sie tatsächlich aus, die Interaktion zwischen Mensch, Organisation und Technik? Wer beherrscht hier wen? Und welche Rolle spielt der Mensch in den Unternehmen der Zukunft? Mit diesen und mit weiteren Fragen beschäftigt sich der Experte für Kommunikationstechnik Matthias Wolf bei der Ringvorlesung Mensch 4.0 am kommenden Montag im IKMZ. 17.30 Uhr geht es los. Die Veranstaltung ist kostenfrei und ohne Anmeldung für alle interessierten Bürger, Studierende und Mitarbeiter der Universität. In dieser Woche informierten wir Sie jeden Tag über neue Veränderungen für 2016. Nach vielen eher verbraucherunfreundlichen Veränderungen jetzt eine kurze Zusammenfassung für erfreuliche Neuigkeiten in diesem Jahr. Die Neuerungen im Jahr 2016 haben für Verbraucher einige Vorteile. So wird das Telefonieren und Surfen billiger. Ab Ende April kosten Telefonate aus dem EU-Ausland nach Deutschland nur noch 5 Cent pro Minute zusätzlich zum Inlandpreis. Beim Surfen dürfen die Firmen ebenfalls nur höchstens 5 Cent mehr berechnen.
Studenten und Auszubildende erhalten mehr Geld. Das BAföG steigt. Die Bedarfssätze sind um 7% angehoben worden. Studierende mit einer eigenen Wohnung können bis zu 735 Euro monatlich erhalten. Wer noch bei den Eltern wohnt, kann maximal 537 Euro beziehen. Patienten sollen schneller einen Facharzttermin erhalten. Das regelt das Versorgungsstärkungsgesetz. Dafür sollen ab dem 23. Januar Terminservicestellen bei den kassenärztlichen Vereinigungen eingerichtet werden. Innerhalb von 4 Wochen bekommen gesetzlich Versicherte dann einen Termin bei einem Facharzt. 2016 hat der Gesetzgeber somit versucht, einige Aufregerthemen der letzten Jahre verbraucherfreundlicher zu machen. Eine weitere positive Veränderung gibt es noch, speziell für Bahnfahrer. Auch in der 2. Klasse will die Deutsche Bahn in diesem Jahr kostenlos WLAN anbieten. Das gibt es bisher nur für Fahrgäste der 1. Klasse. Das war's für heute. Am Montag begrüßt Sie hier wieder meine Kollegin Cornelia Schöne. Ihnen wünsche ich ein angenehmes Wochenende. Bis dahin, tschüss. Diese Woche im Expertenangebot der Woche haben wir etwas Galaktisches. Das 4,5 Zoll, also 11,3 cm HD Super AMOLED Display besticht mit satten und gestochen scharfen Farben. Mit der integrierten 8 Megapixel Kamera fangt ihr jeden Moment in bester Qualität ein. Als besonderes Feature könnt ihr das Gerät mit eurem Fingerabdruck sichern. Zum Entsperren streicht ihr einfach mit eurem Finger über die Home-Taste. Auch an die Sicherheit eurer Kinder ist gedacht. Im Kindermodus entscheidet ihr, was euer Kind darf und was nicht. Durch den 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor läuft das neueste Betriebssystem von Android KitKat 4.4 extrem flüssig. Das Samsung Galaxy S5 Mini ist IP67 zertifiziert und damit staub- und wasserabweisend. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr für nur 229 Euro in allen Expert-Fachmärkten. Expert, preiswert und kompetent. Jetzt neu im Kaufland-Center in Cottbus-Silo oder unter esc-expert.de. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht wird es leicht bewölkt. Die Temperaturen fallen bis auf minus 3 Grad. Der Samstag beginnt bedeckt. Das zieht sich über den gesamten Tagesverlauf. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad. Der Blick auf den Sonntag. Früh Nebel, im Laufe des Tages bewölkt. Kein Niederschlag und die Temperaturen steigen auf bis zu 5 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Thank you.
Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethge bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Chino, Zentrum für Bewusstseinsentwicklung. Bewegendes Coaching. Lichtvolle Meditation. Inspirierende Seminare. Impulse für ein bewusstes Leben. Weitere Informationen unter chino-zentrum.de. Sängerin mit Staatsexamen, TV-Moderatorin und Schauspielerin. Cornelia Schöne bietet Ihnen Unterricht in Gesang- und Stimmbildung sowie Sprecherziehung für alle, die im Beruf moderieren oder größere stimmliche Belastungen professionell meistern wollen. Natürlich auch Schauspielunterricht mit seinen ganzen Facetten. Anmeldungen unter 0175 844 2185 oder cornelia.schöne@gmx.de.